Und in Luxemburg durchqueren Richtung Belgien, Belgien dann wieder Richtung Frankreich. Mindestens ist so der Plan. Was so aufgeht, ist wieder die andere Frage. Ja, da sind wir jetzt in Luxemburg. So, Ligi. Dort geht's jetzt hin. Noch gar nicht mehr so weit, nur mal 4 Stunden. Das heißt, wir haben auch ziemlich schnell dann Belgien durchquert, wo wir jetzt erst hinfahren. Also jetzt sind wir in Luxemburg. Land Nummer 6 auf unserer Liste. Frankreich 5, Luxemburg 6 und mit Belgien kommt jetzt das 7. Land dann hinzu. Wieder nicht mit Sandessel oder was ist das Problem? So, wir kommen in Belgien. Das ist gerade ein Pflug, ein Deutz. So, und da geht es eigentlich eh nur Belgien durchqueren, zurück wieder nach Frankreich. Ankunftszeit 22:52 Uhr. 2,5 Stunden ungefähr. Ungefähr. Liege, aber vorher noch eben Brüssel. Wir tun jetzt nur kurz auf die Karte schauen, dass wir auch sehen, was wir da jetzt eigentlich gemacht haben. Wann haben wir jetzt eingefahren? Das haben wir eh mitbekommen hier. Durch Luxemburg. Da streifen wir Lüttich. Brüssel streifen wir quasi nur. Dann gleich eigentlich an der Grenze liegt Lille. Lille haben wir dann eigentlich auch wieder Auswahl überall hin. Ist es dann eigentlich nur mehr? Ist dann. Frankfurt am Wörthersee. Ja, Graz waren wir eben gesagt noch nicht. Innsbruck waren wir auch noch nicht. Regens gibt es ja nicht. Daher ist da noch nicht so viel zu sagen. Bisschen haben wir noch. 200 Kilometer.
Ist natürlich nicht so viel. Sind jetzt schon, steht das, 4675 mit dem Mercedes gefahren, also sind die 200 auch schon wurscht. Mit dem haben wir jetzt viel schon eigentlich erlebt. Da waren wir in jedem Land. Wie gesagt, habe auch schon erwähnt, da wird mir bleiben jetzt einmal, bis wir uns ein richtiges Biest kaufen können. Da werde ich mit dem jetzt überall hinfahren. Dann nach mir kriegt er auch noch ein guter Fahrer den. Und das mit Auflieger weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll es ist, mehr Auflieger zu kaufen. Ob ich denn sagen kann, quasi, dass ein Fahrer mit dem Auflieger fahren soll. Und das wäre eigentlich unnötig, einen zweiten zu kaufen, wenn der da nicht benutzt wird, quasi. So. Unberechenbares Fahren. Da bremst sich hier gleich an. So. Das war die erste. Und da hinten ist jetzt quasi Lüttich. Und davon kommt dann die zweite Wendung, die wir gesehen haben. Da ist dann eigentlich Brüssel. Dann geht es eigentlich schon über die Grenze und dann sind wir schon da. Hallo? Mein LKW ist mal abgestorben. Besser rüber oder wieder auf Spur kommen. Krass. Vielleicht mit dem Singen habe ich ihn gut drauf geklöpft. Wollte der aber nicht. So, Brüssel, Rotterdam. Auf der linken Seite geht es dann nach Lille. Nach Reims. Das schaut jetzt gut aus. Letzten 100 Kilometer, da hat wieder was eingenommen. Einkommen ist immer gut. So, das heißt, die letzten 100 Kilometer gehen noch über die französische Grenze.
Und dann geht schon Richtung. Lili. Shell? Tankstelle gibt es hier. Ach Gott. Ja, wie gesagt, das ist jetzt unsere letzte Fahrt. War mir dann eine Ehre. Auf jeden Fall, und es wird wahrscheinlich sicher wiederkommen. Wann weiß ich nicht, die Folgen gehen auf jeden Fall trotzdem weiter. So, da sind wir wieder über der Grenze, wieder in schönen Frankreich. Abfahren hier in die Lee. Vierzig Kilometer nach Lee. Natürlich auch wieder einen Zwischensteck machen, Zwischenstopp machen und check, was hier abgeht eigentlich bei unseren anderen Fahrern. Lili Brüssel muss man jetzt noch hin. Center. Ich denke an Wahrzeichen in der Lee, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob es auch so aussieht. Dann halte ich die Lee. So.
Polis, ja. Gudelee. Wollen wir gut, wann dann gleich da rein haben? So, Leute. Letzte Fracht für heute abgeliefert. Sehr schön. Das heißt Fahrermanager. Schauen wir gleich mal. Geht doch nicht. Ja, im Grunde und Ganzen jetzt haben wir eigentlich jetzt ganz schön was geschaffen. Jetzt halt interessieren wird, wenn ich jetzt quasi einen zweiten hätte. Ich will mir jetzt keinen kaufen. Ich will da nicht unnötig kommen. Und da sind wir. Hier sind Automaten. Wollen noch einen kaufen? Für die Firma? Einfach nur, dass wir es wissen. Was wir jetzt so ändern. Nichts ändern. Aber wir kaufen den so wie er ist. Sagen, der geht auch in die Garage. Was haben wir denn über den Ausflugsmanager? Herlauf. Okay. Nehmen wir an, die nehmen sich den dann. Werden wir sehen. Werden wir dann sehen. Werden dann eh auch Aufträge haben. Gut, für die Folge war es das natürlich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann irgendwo anders hingeht. Bis dann, macht's gut, haut rein. Ciao.